Ja, hallihallöchen, meine Freunde, Time zu Mario Maker 2 Challenge. Heute sprechen wir wieder eure Levels und werden ein bisschen in der Rangliste gucken. Zeit für ein japanischen Level-Design. So, ich hoffe, dass ihr schön alles seht. Das Level war echt easy. Das war ein schneller und guter Beginn in den Mario-Universum. Meine Freunde, das war wirklich schnell. Wir haben hier wirklich einen super schnellen Start hingelegt. Und weiter geht's mit Anti-Stress Super Bowl. Anti-Stress Level. Alles klar, ein bisschen Anti-Stress. Wer kennt's nicht? Okay. Oh, haben wir. Ja, wir haben es perfekt gemacht. Stand richtig. Leute, stand genau richtig. So wie es sein muss. Ah, noch nicht ganz. Jetzt aber. Jo, anscheinend ist wirklich die Lösung kurz. Wirklich kurz davor zu stehen. Ah, ja. Also, das Level ist hier gar nicht so ganz schwierig, aber es soll ja auch nur ein Anti-Stress-Level sein. Und wow. Das ist echt heftig cool gebaut. Ich meine, Leute, schaut euch das an. Also, in immer fast ein First Try, das zu schaffen. Oh, ist das fies. Kann man hier sterben? Ja, man kann hier bestimmt sterben, wenn man da runterspringt. Aber das ist echt gut gebaut. Also wirklich, also es ist immer so, dass die Ball da perfekt, also durch die Wände. Oh. Oh, das ist nice. Also, das ist, wow, das ist wirklich nice. Und, oh, leider die letzten zwei Münzen nicht bekommen. Aber wir haben es echt gut gemacht. Okay, jetzt lasst mal schauen. Wie, oha, das war, das habe ich nicht erwartet. Aber das Level ist super cool. Das macht Spaß. Und, ja, es hat auf jeden Fall Stil. Okay, das mit dem Grau, das hätte man noch ein bisschen. Da hätte man noch ein bisschen arbeiten können und das mit dem Röhrendesign ist auch nicht ganz so schön, aber wow. Aber trotzdem, das Level, das hat auf jeden Fall Stil. Das auf jeden Fall. Ich finde, das Level ist cool. Ja, gut, okay. Man kann es noch ganz schnell schaffen, aber. Wir wollten ja ein bisschen Anti-Stress abbauen und. Ne. Das mit der Musik, das lassen wir jetzt. Das kann man immer noch machen. Und warte mal, ein Refresh-Level mal, was nur 48%, also 48 hat. Wow, ist das mal wirklich ein deutlich schwierigeres Refresh-Level? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Aber schauen wir uns mal an. Ja, Technik wieder. Sehr, sehr, sehr aufwendig gebaut und sehr, sehr bunt. Und natürlich, wie ich gesagt habe, eben da vorherigen Part mal, ja, die Verzögerungen sind nicht ganz so schön, die mag ich auch nicht so. Und hier haben wir tatsächlich mal was. Ach! Schau einer mal an! Das ist tatsächlich mal ein Refresh-Level, was nicht so einfach ist. Alles klar, okay, das ist schon. Das sind auch viele gestorben, das habe ich aber auch jetzt nicht gesehen. Das ist echt tricky da gewesen, also. Nice. Aber, okay. Wenn man jetzt am Anfang natürlich nicht weiß, dann fällt man natürlich darauf rein. Yes.
Ja, aber wir lassen uns doch nicht trollen. Okay, doch, am Anfang haben wir uns einmal trollen lassen, aber das war eigentlich nice. Ich finde generell doch, dieses Refresh-Level war wirklich nice. Es hatte mal wirklich eine Stelle, wo man sterben konnte. Tatsächlich. Und ja, natürlich sprechen wir von Refreshed. Kommt ein weiteres Super Refreshing. Diese Refresher sind ja irgendwie echt beliebt geworden in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, warum. Das ist kein Refresh-Level, was man so kennt. Was musst du denn hier machen? Ach. Doch, ist ein Refresh-Level, aber es ist eine komplett andere Art Refresh-Level. Okay, das habe ich so auch noch nie gesehen. Okay. Krass. Ist Automatik. Ist es kurz? Hat schon seinen Reiz, aber ich gebe nur deswegen ein Like, weil das mal was ganz Neues ist. Das ist zwar ein Refresh-Level, was man aber so noch in dieser Art nie gesehen hat. Oh nein, Schneebälle. Nee, machen wir die Desert Escape. Tut mir leid, also mit Schneebällen und so wegkicken und so. Könnte ein bisschen schwierig werden bei mir. Ich hasse das mit den Bällen hin und her schmeißen. Nein, nein. Dann wollen wir uns doch lieber mal diesen Speedrun. Oh, ich verstehe. Ja, ich habe verstanden. Okay. Let's go. Geschafft, Leute, geschafft, first try, first try. Okay, der Schlüssel ist Troll, aber das hätte ich fast gedacht. Und okay, man kann es noch ein bisschen schneller schaffen, aber wow, Leute. Ja, dieser Desert Escape hat es echt drauf. Also ich finde, das war ein echt cooler Speedrun. First try, echt geil. So muss das immer laufen. Okay, eine 24er Abschlussrate ist auch eigentlich sehr machbar. Ja, das Zelda Maintain würde ich euch ja zeigen, aber. Nee, ist Illusion Haus 2. Nein. Okay, wir gehen nochmal in dieses Refresher rein. Danach kommt Mario's Big Adventure. Okay, das hört sich gut an. Okay, ich weiß, dass hier sehr viele Refresh-Levels laufen und aber oh, mit Stachelkugeln und Eis, das ist auch mal was Neues. Aber ich finde, dass diese Refresh-Levels doch, also man sollte die doch spielen mal und zeigen, weil die sind zwar fast immer dasselbe vom Aufbau und alles her. Aber die sind auch gar nicht so, so unbeliebt. Deswegen zeige ich die euch natürlich auch. Klar, gut. Die sind meistens kurz, weil sie auch so mega aufwendig gebaut sind und so. Aber das ist schon. Das war auch hier nicht schlecht. Das war gut. Aber wir geben nicht immer jeden Refresher für einen Daumen nach oben. Da das sonst dazu führt, dass sie nur sowas bauen. Das wollen wir natürlich nicht. Mario's großes Adventure. Also, ja, Mario's Big Adventure, großes Abenteuer. Sammeln mindestens 35 Münzen. Okay, aha. Hier haben wir ja schon mal ein paar Münzen. Jetzt ist hier die Frage, ist hier ein Pilz drinne? Ja oder nein? Na klar. Oh, man braucht tatsächlich. Oh nein.
Ah, alles gut. Alles. Natürlich lasse ich mich wie ein Vollidiot treffen. Das macht jetzt aber gar nichts, weil wir ja eh. Okay. Wir. Müssen hier alle Münzen sammeln. Oh, und ich habe die Befürchtung, dass ich da alle sammeln muss. Naja, ich muss hier alle sammeln. Ja, das wird so sein, dass hier wirklich First. Hä? Kann mir einer sagen, wo dieser Stachelball hin ist? Oh, wir haben schon alle. Merkwürdig. Was mich frage ist, da wir ja jetzt alle haben, heißt das, dass es hier selber also mehr als nur 35 Münzen gibt und wenn, heißt das, dass es hier mehrere alternative Routen gibt. Das würde mich halt mal interessieren. Ah, hier muss man irgendwie reinkommen, ja. Und man kann auch hier in diese Röhre rein. Das wollte ich halt abchecken. Okay, ja, man kann. Es gibt tatsächlich. Oh nein, das ist böse. Wir hätten das ja schon lange beendet, aber es gibt tatsächlich mehr als nur diese Münze. Ich wollte euch natürlich das eigentlich alles zeigen. Um zumindest so ein. Ja, also zumindest, dass man. Man kennt's. Dass man zumindest so ein. Das heißt, also, es gibt mehrere Wege. Okay, echt interessant gebaut. Wow, das ist sehr. Wow, das ist ein sehr kreatives Level. Also, es gibt hier wirklich viele verschiedene Abzweigungen alles. Also, wow, das macht Spaß. Da oben tatsächlich nur so Secret Stuffer oder Bonus. Wer weiß, ich fand's jetzt eigentlich ganz nice. Pff, nochmal ein Refresh-Level, okay. Wollen wir nicht meckern, werden wir hier ein bisschen. Okay, Moment, ist das ein selber Aufbau? Ja, ist es tatsächlich. Ist es praktisch die. Das Ganze in HD. Also praktisch dasselbe, nur in einem anderen Mario-Universum. Ja, aber komm, das sieht grafikmäßig sieht das richtig toll aus. Ich gebe auch mal einen Daumen hoch, ich weiß, aber nein, keine wieder Grafik. Pickler Woods. Yeah, 2-3. Also er hat mehrere gemacht. Wir gucken nach. Wir gucken nochmal rein. Was er so gemacht hat. Ja, hier kann ich mir wohl vorstellen, was man machen sollte. Ja. Ah, ich verstehe. Nicht. Hallo? Hallo?
bekomme ich eine Feuer. Nein, Moment mal. Kann man Niklas mit. Alter, wenn man das bekommt, kann man das bekommen? Oh, ich glaube. Ja, man kann es tatsächlich bekommen. Oh, ich verstehe. Ha. Aber es ist noch nicht vorbei, Leute. Wow, aber das war bis jetzt cool. Okay, es ist nicht schwierig gewesen, das war bis jetzt cool. Aber jetzt, Leute, beginnt die Höllenritt. Ah, ich verstehe, man darf nicht. Man darf nicht. Oh. Ah, ich weiß, man hätte. Ich weiß, was man da hätte machen sollen. Oh nein. Oh nein. Oh, das wird ja mal echt übel. Hä? Ah, Moment. Und sehr wahrscheinlich soll man dann. Ja, hier soll man eigentlich nicht die Blume. Ja, ich verstehe. Man hätte da den Powerblock auslösen sollen. Okay, das ist auch mal eine Idee, die ich so noch nie gesehen habe. Die sich. Ja, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Hier oben ist ein Pilz, oder? Ja. Come on, Alter. Ah, ich verstehe. Tschüss. Ja, nicht nochmal drauf reinfallen. Okay, und jetzt. Da, 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 da. Oh, jetzt bekommen wir tatsächlich eine Feuerblume. Aber kann man die Blumen töten? Oh, man kann sie. Ja, dann. Ah, Moment. Aber mit einer Feuerblume ist das voll easy. Ich finde eigentlich ohne Feuerblume die Challenge viel cooler. Man kennt es. Oh, naja, egal. Aber ey, das Level ist schön. Das ist wirklich cool, das Level. Das ist echt cool. Auch wenn diese eine Passage, wo ich gestorben bin, eigentlich ohne Feuerblume wirklich cool ist. Macht das ohne Feuerblume, Leute, dann ist es echt cool. Ich finde selber die, also mit Feuerblume zu einfach. Aber ich, ja, ich verstehe es auch für Leute, die nicht richtig krass Skill haben und so, da ist es für die einfacher. Ich will jetzt mal reinschauen bei dir und seinen hochgeladenen Levels. Und hier haben wir schon ein paar andere. Ah, Frozen Forest. Okay, sehr nice. Er hat also einige. Er baut also Mario-Levels nach. Okay, finde ich cool. Finde ich sehr, sehr. Finde ich echt cool. Ja, okay. Am Moment, haben wir was auf diesen Bäumen überhaupt? Ja. Oh. Okay, das war jetzt zu. Ah, die Röhre hat nur das in sich. Oh, ich verstehe. Eigentlich sterben. Ich weiß, man sollte das anders machen. Sehr wahrscheinlich sollte man es generell anders machen und man kommt so hoch. Okay. Naja, nice. Und. Ach nee, ist das dein Ernst? Man kann hier tatsächlich. Oh boy, oh boy.
Moment mal. Komm, komm, komm. Ey, das ist doch. Ja, okay. Ich bin zwar kein. Oh nee, man hätte da auf jeden Fall Katzenmal gebraucht, ne? Ja, egal. Man kennt, man macht es sich natürlich schwieriger als es ist. Und hier ist doch safe was. Ja, sagt schon, hier ist safe was. Hä? Ach, Moment. Ey, das ist ein cooles Minispiel. Warte, 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 jetzt. Ja. Oh yes. Wow, das Minispiel haut rein. Aber vielleicht ist da oben auch nichts. Es kann auch sein, dass einfach da nichts ist, dass das einfach nur so Troll ist. Ja, das ist wirklich nur Troll. Aber man sollte ihn wegdashen. Oh Mann. Was bin ich für ein Lappen? Das sagt derjenige, der hier. Ach komm. Was für ein Lappen ich bin. Ich brauche hier alle Pilze. Okay. Nee. Ich weiß, jeder Idiot würde oben rumlaufen. Ich gehe unten und kill einfach den Feuerkooper. Yes, aber ich hätte auf den Ding drauf spinnen müssen. Ja, ich bin kein Experte mit Schneebällen. Das hat sich hier wieder mal bewiesen. Aber toll gemacht auf jeden Fall. Es ist nicht schwierig. Es ist nicht extrem schwierig. Durch die vielen Pilze stirbt man auch nicht in diesem Level und. Ratchet Resort. Wir schauen uns das jetzt zum Abschluss noch an und werden dann nachher in einem weiteren Video seine restlichen Levels zocken. Bin nämlich auf jeden Fall gespannt, wie cool das hier alles wird. Oh, eine Unterwasserwelt. Nice, aber hier ist am Anfang gar nichts. Okay. Ah, Moment. Okay, ist das der Red Shell Reserve? Also. Hat das irgendwas zu bedeuten, dass wir da irgendwas machen müssen? Ah, oh, Moment. Moment, hier. Ich wollte gerade sagen, da stimmt irgendwas nicht. Da. Ja, da. Auf jeden Fall Red Shells haben. Ah, es ging nur sehr wahrscheinlich darum, dass wir den Cooper hier leichter killen können. Ah, oder man soll hier auch einfach verrecken. Da gibt es aber. Und, warte mal, was? Zur Hölle. Ah, das ist nur so ein. Ah, ich verstehe, das ist sehr wahrscheinlich nur für die Unbalance. Ich verstehe, aber das Ganze. Oh das Ganze heißt ja Red Shell Reserve. Ich will diese. Ah, ich verstehe. Ist es überhaupt möglich? Ist es möglich?
Ich weiß ja wie. Yes! Mit Speed, mit Speed. Okay, also am Anfang ist es ja immer leicht. Und das hier ist einfach nur broken. Damit skippt man einfach das ganze Level. Oh, Moment mal. Moment mal, Leute. Hier gibt es was ganz Nices. Schaffen wir das? Yes! Das ist aber echt knapp bemessen. Oh, Moment. Keine. Nein. Okay. Ist es aber machbar. Wir gehen weiter. Da ist schon direkt die nächste Münze. Ja, und zack, ziehen. Okay, das ist auch kein schwieriges Level, aber es sieht echt schön aus und es ist echt gut gebaut. Ja, meine Leute, das war's erstmal. Wir geben hier nochmal einen schnellen Daumen nach oben und dann sage ich, hoffentlich hat euch der Stream und die Folge gefallen. Wenn ihr mehr wollt, bekommt ihr mehr und ihr bekommt von diesem japanischen Levelbau, der wirklich super gut ist, noch ein paar Videos reingedrückt. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß.